Und willkommen zu einer neuen Folge von World of Tanks. Ja, ihr wollt es, ihr bekommt es. Und das Bild hier hat sich jetzt erheblich geändert. Weshalb auch immer. Aber das ist mir recht. Und wir haben einen Elite-leichten Panzer. Ich kann mich nicht daran erinnern, den gekauft zu haben. Aber nachdem er schon da ist, werden wir ihn natürlich auch benutzen. So, dann gehen wir mal gleich mit dem ins erstmal Forschung. Leichter Panzer. Also keine Ahnung, wo der jetzt gerade ist. Auf jeden Fall ist er unserer und den verwenden wir gleich einmal. Bin schon mal sehr gespannt, wie der so ist. Und gesagt, jeder, der sich jetzt für World of Tanks interessiert, der sollte heute noch einmal nicht näher verfolgen. Nämlich habe ich ein anderes Spiel, das ich euch heute noch zeigen möchte. Was eigentlich genauso geil ist wie World of Tanks. So, wir dürfen jetzt dieses Mal wieder einnehmen. Wie immer. So, ich gehe geradeaus durch. 150 Schuss ist das so. Mal schauen, was das jetzt hier für Panzer ist. Einmal schießen. Oh, okay. Der lädt schnell nach. Alles klar, Kommissar. Mal kurz ab in die Hecke. Lass mal sehen, was das hier, was der, ob der Damage macht. Da fahren sicherlich aber auch den Weg entlang. Okay, da ging schon mal was kaputt. Das konnte ich jeweils merken. Da ist er doch. Er ging voll durch ihre Panzerung. Nice. Kritischer Treffer. Wirkungstreffer. Er ging voll durch ihre Panzerung. Schade, das wäre jetzt geil gewesen. Wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Und er ist sogar noch schnell. Das ist wirklich ein Elite-Panzer, auch wenn wir jetzt sehr wenig Leben haben. Ist ja trotzdem sehr interessant, muss ich sagen. Ja. Auf jeden Fall ist er schneller als. Ich weiß zwar erst. Jetzt gut, jetzt war ich überhaupt nichts mehr. Ach so, ja. So. Jam, jam, jam. Was sehen wir denn da? Ein Aussichtspunkt. Liegt etwas weiter zu hoch. Zu niedrig. Nein! Sie haben uns! Raus! Puh! Verdammt! So, ja, dann probieren wir mal wieder unseren Jagdpanzer. Den müssen wir schließlich auch hoch machen. Es ist noch nicht Silvester, oder? Ist heute irgendwie ein Feiertag, irgendwas Besonderes? Ich weiß nicht, also. Aber sieht geil aus. Auch wenn ich den Sinn davon nicht verstehe, dass hier Leuchtketten und alles dranhängen. Aber nun ja. Ja, ich habe jetzt seit der letzten Runde natürlich jetzt erstmal nicht gespielt. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade ein neues Spiel. Und das geht gerade genauso gut ab. Und ja, wie gesagt, müsst ihr euch auf jeden Fall nochmal anschauen. Ich werde diese Folge so 15:30 Uhr hochladen.
Und das andere Spiel, wo ich meine, würde dann so 16:30 Uhr kommen, ja. Und ja, neue Folge des 100 wird dann um 17:30 Uhr dann kommen. Also es wird sehr interessant, bleibt auf jeden Fall dran. Könnt ihr noch nebenbei noch was anderes schauen, ja. Ja, ansonsten läuft ja auch noch Sims, Yu-Gi-Oh! Und alles. Das ist aber schon bereits voraus aufgenommen. Also, naja. Ist gerade auf diesem Kanal sehr viel geboten. Und Natural Selection läuft ja auch noch, also. Viel zu viel für einen Mann, würde ich immer sagen. Ah, wir dürfen verteidigen. Das ist ja mal was Neues. Und die kommen von zwei Seiten, ja. Also das ist ja mal. Ups, jetzt habe ich auf die Karte geschaut, das habe ich den nicht gesehen. Na okay, ich kam von rechts. Hallo? Ich kam von rechts. Rechts. Freude. Und wenn man bei den Deutschen ist, dann ist rechts auf jeden Fall gut, ne? Nee, ich bin kein Nazi, ich meine jetzt halt bloß, weil wegen Krieg und so weiter, wisst schon. So. Nachdem die da zu dritt sind und die da zu zweit sind, finde ich, wir sollten zu denen rübergehen und denen mal etwas Gesellschaft leisten. Was meint ihr? Ich frage mich, wie lange es dauert, bis ich da den Berg oben bin. Gibt es da eine Abkürzung? Schade, schade, Schokolade. Aber sie wissen nur von denen. Von denen hat der eine Bombe dran. Jetzt habe ich ja genug Worte sprechen lassen. Ich hoffe, jetzt kommen auch ein paar Taten und ich erledige eine. Etwas überraschend. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wirkungstreffer. Der ging voll durch ihre Stirb doch endlich! Das macht er absichtlich. Ja! Ich habe die Taten sprechen lassen, ja? Guck, guck. Wirkungstreffer. Abpraller. Wirkungstreffer. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Guck, guck. Gegner fast ja. Ausgeschaltet. Wir sind wieder dabei. Jetzt müssen wir nur schaffen, den Berg hochzukommen, einen anzuschießen, damit das Ding jetzt wieder auf Null ist. Und wir trotzdem noch irgendwie gewinnen können, obwohl es jetzt heißt 2 vs 2. Kette wurde getroffen, sie kann jeden Moment reißen. What? Kette verloren. Wir sind, das war's für uns. Raus hier. Na gut, normale Menschen würden sich jetzt verstecken. So wie der Schwere, der versucht, einfach nur noch am Leben zu bleiben. Aber wenn mich was nicht stört, dann ist es Reparaturkosten. Geld hat man hier genug. Also daran wird's leider. Also wird's nicht verzweifeln hier. Und wir haben leider verloren. Kette beschädigt. Schade, schade, Schokolade. Ja, aber wir haben noch einen Panzer. Naja. Ein Sieg, eine Niederlage. Machen wir einen ausführlichen Bericht. Schüsse abgegeben 10. Direkttreffer 10. Also lief doch ganz gut, oder? Gefahren 0,68 Kilometer. Ach, das ist auch dabei. Okay. Das habe ich mich ehrlich gesagt noch nie hier angeschaut. Teamauswertung.
Ich bin der Meisterschütze. Ach, was für eine Ehre. Jetzt fühle ich mich wie ein Gott. Oh, ich bin auch schadenmäßig ziemlich weit oben. Oh, wir haben auch sehr wenig zerstört. Nun dann. Nächste Runde, nächstes Glück. Jetzt machen die das mit diesem Wargaming-Net. Machen die hier richtig groß. Wahrscheinlich so, wir können es jetzt nicht bei der alten irgendwo reinsetzen. Wir machen jetzt ein komplett neues Ding. Damit wir die Schrift dann noch irgendwo reinfügen können, damit es halt so eigentlich auffällt. Die Welt liebe ich. Die Welt liebe ich. Ich frage mich, wie die Welt dann ist, wenn es dann die Best, also die ganz großen Panzer dann kommen. Also nur noch die Endstufe Level 10. Die schießen doch von hier bis da drüben da mit voller Kraft. Also das müsste dann richtig heftig werden. Ich bin schon sehr gespannt, wie das dann ist. So. Und keine bekannten Spieler. Weil ich schaue mich auch immer die Spiele an, um zu schauen, kenne ich da schon jemanden? Auf geht's! Aber es ist schon mal ein Wunder, wenn einer davon ein Deutscher ist. So, die schießen doch wahrscheinlich jetzt gleich mal ein paar aus Spaß rüber. Mal schauen, wann der erste Runner kommt. Oh Gott, das geht gar nicht. Wirkungstreffer! Ab ins Loch. Kette wurde getroffen, sie kann jeden Moment reißen! Ich habe immer das Gefühl, ich bin hier sicher. Wir haben schon zwei Stück zu Fall gebracht. Das ist nice. Aber wir haben auch schon einen verloren. Aber wir wurden erstmal mit 100 Leben abgezogen. Damit kann ich leben. Die zwei kommen von der Seite. Das ist auch nice. Stecken sich hier weg. Wir gehen da mal den Strand entlang. Ich weiß gar nicht, ob da irgendwo ein Strand ist. Aber auf jeden Fall gehen wir mal da lang. Das hier werden wir auf jeden Fall gewinnen, also. Was da bei uns alles verteidigt da hinten am Fleck, das kann man nicht besiegen, wenn man es hier nicht alles sieht. So. Vielleicht kann ich ja ihn ein wenig helfen, aber es sieht schlecht aus. Na, ja, vielleicht trotzdem. Lass mir den roten. Komm schon, der rote Fleck, rote Fleck. Ja. Bleib stehen, Kribbel. Zwei Stück. Okay. Die werden langsam etwas frech hier. Also so ungefähr drei Stück sind da drüben. Okay. Naja, die haben immer noch die ganz großen. Also es steht eigentlich noch alles offen. Die können uns jetzt noch so richtig hart vergewaltigen. Die da oben haben einen tollen Ausblick auf mich nach da unten. Scheiße. What? Versteckt er sich genau hinter den Einstein? Das gibt's nicht. Wie denken die das?
Ich stelle mich jetzt genau in den Stein, weil da jetzt einer sein könnte. Von wo? Wahrscheinlich war es irgendeiner da oben. Okay. Raus hier. Zeig ihn mir. Oh, komm schon, zeig ihn mir, zeig ihn mir. Komm schon. Bitte, bitte, bitte. Wir zeigen es einen nicht, wenn der noch nicht entdeckt wurde. Aber wenn die jetzt halt alle von da oben angreifen. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Ich will die Schwemmpanzer hier sehen. Können die überhaupt was sehen? Nee, die war. Boah. Der da ist extrem lang. Also der hat genug Zielfläche. Das ist der Wahnsinn, der kann ja fast als Brücke dienen. What? Jetzt würde ich eigentlich wieder zurückfahren. Kette verloren. Wir sind bewegungsunfähig. Jetzt ist es egal. Der Richtschütze hat ins Gras gebissen. Genauigkeit eingeschränkt. Ah, die ist egal. Ja, guck am besten nach da drüben. Ein komischer Jagdpanzer. Ah, da ist wieder einer von meinen. Alter, die sind strategisch ja richtig genial drauf gerade. Am Anfang hat man irgendwie das Vorteil gehabt, mit zwei schweren Panzer auf der Seite und dann von der Seite. Ey, du guckst in die falsche Richtung, Junge. Kette wurde getroffen, sie kann jeden Moment reißen. Oh je. Du. Alter, die zwei müssen eigentlich in eine andere Richtung schauen und die drei. Bitte verloren! Wir sind bewegungsunfähig! Scheiße. Mal schauen, wie der jetzt sich versteckt. Der lange Panzer. Funke getroffen. Funk nur noch eingeschränkt. Er wartet friedlich. Bis dahin. Oh nee, er. Bitte verloren! Wir sind bewegungsunfähig! Der ist AFK, hä? Hey, vielleicht will er bis zum Schluss überleben. Also wenn er der letzte Panzer ist, dann rege ich mich auf. Luftgeschütz zerstört. Wir können nicht mehr schießen. Wahnsinn. Dieser AFK-Panzer überlebt. Kommandant verwundet. Kette beschädigt. Ich kapiere es nicht, wie kann man ins Spiel reinkommen und dann draußen sein. Bei anderen Spielen... naja... Ist scheiße, aber okay, aber bei dem Spiel. Ja. Bewegungstreffer 2, Direkttreffer 2. Also wir haben nicht sehr viel getroffen. Ja, reparieren. Na gut, wir haben Geld. Daran liegt's jetzt nicht. Jetzt dauert's halt erstmal bis zum nächsten Panzer. Sehr lange dauern. Boah, bis wir das zusammen haben. Naja, vielleicht machen wir auch mal anderes Land. Ihr könnt auch gerne mal reinschreiben, ob ihr mal ein anderes Land sehen wollt. Ich blende euch nochmal kurz ein. So, also die hier hat ja. Nur zur Info: Shisha. Shiha. Das ist ein scheiß Panzer. Also wirklich. Ja, dann haben wir vielleicht aber auch mal mittlere Panzer mit dabei. Das sind hier die Franzosen. Dann die hier können wir ja, ich kann auch sagen, machen mal da ein paar andere hoch, beziehungsweise halt die Briten, ja. Da habe ich schon ein bisschen Matilda. Da könnte man eigentlich schon was den Churchill fast machen. Dann hätten wir schon einen schweren Panzer, ja. Dann die Amis, da habe ich noch gar nichts gemacht. Beziehungsweise halt unsere Russen. Ja, wie gesagt, das war's für diese Runde. Es kommt heute noch auf jeden Fall noch was anderes, also schaltet wieder ein, ja, und schreibt in die Kommentare, was ihr denn von dem neuen Spiel haltet. Und bis dahin, ciao!